Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem weiteren Review auf diesem Kanal. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Vor mir habe ich ein, naja, das Set ist sehr cool, erstens, aber es enttäuscht mich ein wenig. Aber dazu komme ich dann auch erst später. Zuerst schauen wir uns mal an, was ist dieses Set überhaupt? Das Set ist die Nummer 70419. Es ist aus der Hidden Side-Reihe. Ich habe tatsächlich mein erstes Set davon, deswegen weiß ich noch nicht genau, wie das so ist. Und ja, was soll ich sonst noch groß dazu sagen? Okay, also zuerst fangen wir mal mit der Serie Hidden Side an sich an. Puh. Also wenn das hier ab 7 Jahren sein soll, dann weiß ich auch nicht weiter. Schaut euch diese Oma an. Schaut sie euch an. Und dann noch dieses Lied, was sie da singt. Ist das nicht einfach nur creepy? Das ist eine Kinderserie für Kinder ab 6 Jahren. Und ich finde das allein jetzt schon krass. Nun ja, ich will jetzt auch nicht groß rumlabern. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mit dem Gröbsten vom Review an. Auf jeden Fall haben wir hier 5 Minifiguren, mehr oder weniger. Wir haben hier auf jeden Fall hier einmal diesen Captain, der nennt sich Captain Jonas. Er ist eine sehr coole Minifigur. Er hat auch ein zweites Gesicht. Das ist dieses Opa-Gesicht. Und ja, eigentlich eine ganz coole Minifigur. Meiner Meinung nach auch die beste aus dem Set, ehrlich gesagt. Oder naja, es gibt noch eine, die ich auch sehr cool finde. Aber auf jeden Fall hat sie hinten diese Krakenteile, diesen Säbel und der Torso und die Hose. Und der Hut gehört halt auch zur normalen Minifigur. Ich baue das schnell um. So würde dann die normale Figur aussehen, ohne dieses Räubergesicht. Dazu haben wir dann auch noch seinen Sohn, der auch mit ihm fischen geht. Der hat kein Doppelgesicht. Das würde man zu stark sehen bei dem komischen Hut. Was soll ich dazu noch groß sagen? Das ist eine ganz normale Minifigur. Hier lustiger Torso mit dieser Lederschürze. Hat genau dieselben Beine wie sein, nun ja, Vater. Ja, ich kann da nicht mehr groß dazu sagen. Kommen wir nun zu einer Figur, die so in absolut jedem Hidden Side Set dabei ist. Und zwar Parker. Parker ist so ein Mädchen mit lilanen Zöpfen und einer gelben Mütze auf und einem lilanen Handy mit einem Geist drauf. Ja, und einer Bauchtasche. Was soll ich zu der Figur noch groß sagen? Ich finde sie sehr cool tatsächlich. Und das liegt daran, dass sie einen Hut hat, der mit Haaren verbunden ist. Ich finde solche Figuren immer saucool. Und ja, eine sehr, sehr coole Minifigur. Kommen wir nun zur letzten richtigen Minifigur. Das hier ist Jack. Jack ist auch ein Geisterjäger, so wie Parker. Und das ist auch ihr Bruder, soweit ich weiß. Er hat hier so eine Cap mit einer Kapuze drüber, finde ich sehr cool. Und hat hier solche Striche, ich weiß zwar nicht, was das bedeutet. Hier oben auf seiner Cap, hier hat er es auch. Und hier auch, so an seiner Brust. Und er hat auch seinen Geist auf seinem schwarzen Handy. Und hier noch einen Knochen an den Beinen. Und für wen der Knochen ist, das seht ihr gleich. Genau, der Knochen ist für den kleinen Geisterhund hier. Der nennt sich Spencer und ist, ja, er ist auch ganz cool eigentlich. Ich finde, er... So ein Teil ist, glaube ich, echt selten in der Lego-Version. So, und dann haben wir noch etwas sehr Cooles hier. Und zwar diesen weißen Alligator, nennt er sich. Und ich finde den echt cool. Auf jeden Fall kann er seinen Schwanz bewegen. Und halt sein Maul auf und zu machen. Und kann halt da so eine Stange halten in seinem Mund. Eine sehr coole Minifigur. Es ist tatsächlich das erste Lego-Krokodil, das ich besitze. Ich finde es einfach nur cool. Und bevor wir zu den großen Sachen kommen, ist hier auch noch ein Kanu dabei mit einem Paddel. Ein Einseitspaddel. Was nochmal cool wäre, wäre so ein Zweiseitpaddel, das in der Form ist. Es gibt ja diese zweiseitigen Paddel,
die so aber aus drei Teilen bestehen. Und das wäre cool, wenn die nochmal so ein Paddel rausbringen, das nur aus einem Teil besteht. Okay, und jetzt kommen wir zu dem meiner Meinung nach coolsten Stück an diesem Set. Und zwar diese Galeeren-Kutter. Was soll ich groß dazu sagen? Es ist vom Aussehen her super cool. Hier sieht man so Schwimmringe und Schwimmreifen, dass das Boot nicht so leicht sinkt. Das Boot nennt sich Maria laut den Aufklebern. Ja, hier ist auch die Bootsnummer und so. Hier ist so eine Box mit ganz viel Fischen drin. Und viel groß kann das Boot nix. Auch ins Cockpit kann man reinsehen. Ist auch ganz cool. Und ja, hier, das ist leicht nervig. Hier gibt es keine richtigen Farben. Die einzige Farbe, die hier gut aussieht, ist die hier. Wir kommen später auch noch zu der App. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch so grob zu dem Boot. Genau, und jetzt kommen wir zu auch einem relativ großen Teil. Dieser Teil sieht etwas hässlich aus, ohne das, was da dazugehört. Also erstmal kann man aus hier dem Stein, Überraschung, ein Monster machen. Und man kann außerdem, genau, man kann außerdem das Boot da drauf so platzieren, dass es sozusagen gekentert ist. Und ja, und hier ist, da kommt halt dieser Totenkopf in der Mitte. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat. Okay, kommen wir nun zu etwas sehr Enttäuschendem. Und zwar die App. Die App ist sehr cool. Also laut Lego ist sie sehr cool. Ich habe sie auch schon ausprobiert. Ihr seht es hier oben mal ein Gameplay eingeblendet. Die App ist sehr cool. Aber es gibt nur ein Problem. Und zwar ist die App nicht auf allen Geräten verfügbar. Das heißt, es ist nur auf bestimmten Geräten und es gibt keine Angabe, auf welchen Geräten es verfügbar ist. Also, man weiß es nicht. Also, auf meinem Handy ging es schon mal nicht. Und auf vier anderen Handys, die ich kenne, ging es auch nicht. Und auf einem ging es dann. Und ich finde es schon sehr enttäuschend, dass es für so eine coole App einfach nicht, Das ist für so eine coole App, dass man ein bestimmtes Gerät dafür braucht. Aber trotzdem habe ich dann letztendlich auch geschafft, das Spiel zu spielen. Und naja, was soll ich sagen? Es ist teilweise nervig. Und zwar muss man immer dieses Boot scannen. Und wenn man da irgendwie wegschwankt oder so, dann bricht das Spiel ab und es nervt dezent. Das heißt, man muss immer in dieser Position bleiben und so dann spielen. So dass das Boot immer im Bild bleibt. Und das ist auch sehr nervig. Und dieser Typ, der hier oben auf der Box abgebildet ist, der hier, Captain Archibald, der kommt da nicht wirklich vor, ehrlich gesagt. Das ist auch ein bisschen schade, aber eigentlich an sich ein sehr cooles Set. So Leute, und jetzt würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder ein Abo. Keine Ahnung, könnt ihr entscheiden. Oder ihr lasst einfach ein Dislike da, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde das Set ganz okay. Es gibt verbesserungswürdige Dinge. Aber von so für 29 Euro ist das Ding perfekt. Und Leute, ich glaube, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Bald kommt wieder ein relativ großes bzw. langes Stop-Motion-Special. Also macht euch darauf bereit und dann ciao, bis zum nächsten Video.